Yo, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten und heute werde ich euch so ein bisschen was über, naja, ungefähr alle Sachen über Battlefield 4 erzählen, wenn man es so will. Meine Liste über Features, Details und vieles mehr geht wirklich über 2,5 Seiten und ich würde mal behaupten, dass wir einfach mal mit den interessantesten anfangen und diesen dann halt sowas wie Spectator Mode, Commander Mode und Levolution. Den Spectator Mode, den wir hier im Battlefield 4 Livestream zur E3 gesehen haben, ist noch in einer sehr frühen Phase, das heißt halt Alpha von der Alpha, wenn man genau so will. Und ja, deshalb muss man auch bedenken, dass vieles sich noch ändern wird, aber das, was man bisher schon sieht, ist wirklich erste Sahne. Gerade wer sich für Shoutcasting oder im Großen und Ganzen Competitive Gaming begeistern kann, wird mit dem Spectator Mode garantiert nochmal eine Ecke mehr Spaß am Battlefield haben, denn man hat dann halt sowas wie 4 verschiedene Kameramodi, Tabletop, First Person, Third Person und Freecam. Das heißt, man kann zum Beispiel im Tabletop View von oben auf die Karte gucken, sehen, wo sich wer bewegt und so weiter und so fort. Und wenn man dann jemanden gefunden hat, der irgendwie ja irgendwas Interessantes vorhat, dann kann man Doppelklick drauf machen und somit direkt in seine First-Person- oder Third-Person-Kameraperspektive umsteigen. Außerdem gibt es auch noch was für mich, gerade so als Cinematic Maker kann man noch ein bisschen mehr Spaß haben, denn die Freecam erlaubt es einem 5 Positionen zu speichern und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Im Großen und Ganzen wird das jetzt nicht ganz so viel ändern, aber ich würde schon behaupten, dass es einen kleinen Ticken einfacher sein wird. Der Commander Mode ist eine der größten Neuerungen zu Battlefield 4. In Battlefield 3 wurde das mit der Begründung rausgelassen, dass es einfach nicht gepasst hätte. Und jetzt hat man den Commander Mode von Battlefield 2 nochmal ordentlich überarbeitet und schmeißt ihn wieder in Battlefield 4 rein. In Battlefield 4 sieht das allerdings ein bisschen anders aus. Man hat hier also 64 plus 2, das ist halt die Maximalanzahl. Also im Prinzip spielt man immer mit 2 Leuten mehr, als man es normalerweise gewohnt ist. Und das finde ich echt cool. Somit geht halt nicht dieser eine Platz verloren an jemanden, der gar nicht so richtig mitspielt. Zumindest nicht im normalen Sinne vom Mitspielen. Man kann den Commander so ziemlich auf jeder Plattform spielen. Auf dem Tablet allerdings wird man weniger Informationen bekommen als auf dem PC oder der Konsole zum Beispiel. Levolution ist wirklich ein sehr, sehr großes Thema. Das Konzept, um halt darzustellen, was überhaupt so funktioniert, dass man ein dynamisches Battlefield erstellt und dass man wirklich Zerstörung in allen Levels hat. Das heißt, man hat Levels im Sinne von Partikelzerstörung und wirklich diese mega krasse Zerstörung, die man zum Beispiel bei diesem ultra hohen Hochhaus sieht. Levolution beinhaltet also dynamische Elemente, zum Beispiel auch, dass man diese kleinen Poller aus dem Boden auf der Brücke ausfahren kann, um somit das Schlachtfeld oder zumindest Fahrzeuge herunter zu bremsen, denn die müssten dann theoretisch erst manuell das Dingens wieder runterhauen. Elemente wie der Fahrstuhl, der natürlich auch dynamisch ist und eventuell sowas wie ja, die Stromversorgung abkappen, das haben wir auch schon im Livestream jetzt gehört, sind wirklich coole Elemente, die das hoffentlich sehr, sehr viel dynamischer machen. Und so klingt es auch. Ich persönlich bin ja eher so der Infantry-Spieler und deswegen fangen wir doch damit direkt mal an, was es hier für Änderungen gibt. Direkt wenn man ins Wasser springt, wird man merken, dass man auch unter Wasser gehen kann. Das haben wir einmal in einem Livestream-Ausschnitt gesehen, da ist wirklich einer unter Wasser getaucht und hat somit den Gegner, der auf ihn gezielt hat, etwas aus der Rolle gebracht, denn der hat ihn nicht mehr gesehen. Er war zwar gespottet, aber das bringt einem teilweise nichts auf längere Distanzen. Das heißt, dieser Gegner konnte ganz geschickt unter Wasser tauchen, auch wenn es nur einen halben Meter ist, und ist somit aus der Reichweite des Gegners gekommen. Super Aktion, finde ich echt Hammer. Außerdem kann man jetzt, wenn man an der Oberfläche schwimmt, auch noch so einen Sprint-Swim machen. Das heißt, man sprintet halt so ungefähr im Wasser und ist natürlich um einiges schneller. Auf dem Land wieder angekommen, wird man auch schon gleich angeschossen. Das Ganze ist auch wieder ein bisschen anders. Nicht genau das Anschießen, aber zumindest die Niederhaltung wurde verändert und ist jetzt fokussiert auf high-kalibrige Waffen. Sowas wie ein LMG oder auch Snipergewehre, so wie ich gehört habe. Außerdem soll der Niederhaltungseffekt nicht so viel auf kürzere Distanzen ausmachen, sondern eher bemerkbar werden, sollte man auf längere Distanzen spielen.
Auf längere Distanzen wird man auch sehr dankbar sein, dass es die neuen Dual Scopes gibt. Es gibt also Waffen, da kann man zwei Visiere drauf machen. Zum Beispiel vorne ein irgendwas mit zweifach Zoomstärke und hinten nochmal eins mit 6. Summa summarum hat man dann ein zwölffach Zoom, wenn man es denn so braucht. Das heißt, man kann auf kurze und auf sehr lange Distanz mit einer Waffe spielen. Es dauert halt ein bisschen, bis man diese Optik umswitcht, aber das war's dann auch schon wieder. Auch wenn man hinter Deckung geduckt ist, kann man mit dem Zoom-Button direkt aus der Cover lehnen und halt somit ein bisschen weniger von sich zeigen und wahrscheinlich auch die Genauigkeit etwas zu erhöhen. Während dem Schwimmen kann man außerdem jetzt nochmal seine Pistole benutzen. Das ist, finde ich, auch eine echt coole Sache. War ein bisschen doof in Battlefield 3, aber gut, es ist ein wirklich neues Gameplay-Element. Ich freue mich echt, das zu testen. Eine richtig coole Sache ist übrigens die neue Spawn-Vorschau. Das heißt, wenn man noch nicht gespawnt ist, kann man auf seine Teammates klicken, seine Squadmates, und dann sieht man eine Preview von deren First-Person-View und kann somit entscheiden, ob man spawnen möchte und nicht. Ne, so ungefähr. Wie in Medal of Honor, nur halt ohne diesen doofen Timer. Wer gerne als Sniper unterwegs ist, wird sich über das neue Feature die Nullstellung freuen. Damit kann man dann wahrscheinlich einfacher auf längere Distanzen zielen, denn man kann zum Beispiel das Ding auf 200 Meter einstellen und dann wirklich in die Mitte schießen und es trifft halt noch, weil das halt den Bullet Drop schon eingerechnet hat. Bullet Drop gibt es natürlich auch wieder. In puncto Messerkämpfe gibt es jetzt eine neue Funktion des Counter-Knives. Das heißt, man kann Attacken, die von vorne kommen, mit einer schnellen Reaktionszeit abwehren und somit den Gegner direkt ausschalten, der einen versucht hat auszuschalten. Das geht momentan nur von vorne, sollte also der Gegner von vorne irgendwie kommen, diagonal rechts, diagonal links, vorne und so weiter und so fort, sollte funktionieren. Von hinten geht das momentan nicht und ob das geändert wird, steht auch noch in Frage. Übrigens, wenn ich nicht direkt alles anspreche, habe ich nochmal eine ganze Liste in der Beschreibung verlinkt, denn da werde ich immer wieder aktualisieren, denn ich kann nun mal halt nicht das Video aktualisieren, deswegen habe ich mich entschieden, eine Liste zu machen und diese stattdessen zu aktualisieren. Waffen, die wir bis jetzt schon in Battlefield 4 gesehen haben, sind die Scorpion. Das ist so angeblich eine PDW-Waffe. Das Ganze heißt im Spiel CZ3A1. Natürlich haben wir auch wieder sowas wie die Stinger, die RPG und ein Javelin-artiges Ding, das eventuell sogar wie eine AT4 funktionieren soll. Dazu weiß ich aber leider noch nicht so viel. Weitere Waffen, die wir natürlich haben, sind die M9, das Messer, eine Scout-Elite-Waffe, die mich sehr stark an die M40 erinnert. Außerdem haben wir eine QJY88, das ist eine chinesische Waffe und heißt im Spiel CZ805 und ist im Spiel ein leichtes Maschinengewehr, was natürlich dementsprechend als Supporter verfügbar ist. Als Waffengadgets haben wir hier einen Granatwerfer. Man hat außerdem schon gesehen, dass wir einen grünen und roten Laserpointer bekommen, einen Mündungsfeuerdämpfer und einen angewinkelten Griff. In puncto Visiere haben wir bisher schon das Reflex, das PKA Holographic, natürlich die Iron Sights, die klassischen Rotpunktvisiere gesehen, das heißt, sie sind diese eckigen, und zum Beispiel Sachen wie das PSO 4x und dann noch so eine ähnliche Version mit 7-fach Zoom. Die Fahrzeuge in Battlefield 4 finde ich besonders gut, da gibt es ein paar neue Änderungen. Zum Beispiel haben sie angeblich nur Limited Ammunition, das heißt, man muss halt irgendwann dann nochmal Nachschub holen, wenn die Kanone leer ist. Als Fahrzeuge haben wir hier die Jetskis, ein Patrouillenboot, welches auch noch Jetskis hinten dran hat, sollte man aus diesem Patrouillenboot aussteigen. Natürlich gibt es auch wieder Fahrzeuge wie zum Beispiel den Attack oder Transport Chopper. Neuerdings sehen wir eine Art von Jeep, also nicht mehr Humvee und Wodnik, sondern sowas wie ein ZFB-05 und ein MRAP für die Amerikaner. Der ZFB ist dann dementsprechend für die Chinesen. Beide von denen gehen einfach kaputt, wenn man einen Schuss mit dem Panzer landet. Als Panzer bei den Chinesen haben wir den T-98 MBT und den amerikanischen M1 Abrams für die Amerikaner. Als Fahrzeuggadget sehen wir hier auch wieder die Reaktivpanzerung, 120mm AP-Shells, das Coaxial LMG, Infrarot-Smoke, eine Tau-Missile und sowas wie Infrared Vision für den Attack Chopper. Gadgets, wenn ihr als Fußsoldat unterwegs seid, sind zum Beispiel das Heal Pack. Das ist also ein kleines Teil, das könnt ihr direkt auf andere schmeißen, damit sie einen relativ schnellen Health Boost bekommen. Außerdem gibt es natürlich die normale Medic Box, wie halt auch in Battlefield 3. Das gleiche gibt es allerdings auch nochmal für den Supporter, das heißt, der Unterstützer hat seine Ammo Box dabei. Es gibt aber auch die kleine Ammo Tasche. Ganz neu in Battlefield 4 haben wir hier die Instant Diary Grenades, das sind also so eine Art Brandsätze, die mit einem Phosphor-Mix arbeiten, das heißt Bombe, ne, Feuer.
Außerdem hat man als Aufklärer wieder sein schönes C4 dabei, das kannte man schon aus Bad Company 2 und auch der Motion Ball ist wieder da. Diese beiden Sachen habe ich außerdem von zwei Leuten bekommen, die das Spiel schon für, naja, ich würde mal sagen, ein paar Stunden gespielt haben. Ob das jetzt wirklich so im finalen Spiel sein wird, ja, das weiß man natürlich nicht. Für den Pionier gibt es natürlich wieder sein schönes Reparaturwerkzeug, die M15 Minen. Außerdem haben wir ganz viele Waffentarnungen, das heißt für jede Waffe, für jedes Gadget so ungefähr, sogar für Sidearms, also Pistolen, wird es jetzt Waffentarnung geben. Finde ich richtig gut. Für den Unterstützer gibt es übrigens einen XM25 Grenade Launcher. Das Ding sieht ziemlich Bombe aus, mal sehen, wie sich das spielt. Weitere Änderungen, die mir aufgefallen sind, ist zum Beispiel, dass es keinen Flaggenindikator mehr gibt. Das heißt, dieses Flaggensymbol B oder sonst was ist nicht mehr direkt mitten im Screen, solltet ihr neben einer Flagge sein. Außerdem, wenn ihr heute Abend gegen 9 oder 10 auch ein bisschen Zeit habt, dann würde ich nochmal kurz einen Livestream zu Battlefield 4 machen. Ich werde einfach den normalen Stream rebroadcasten, allerdings mit deutschem Voice-Over so ungefähr. Total auffällig ist außerdem, dass man nach dem Zerstören von Fahrzeugen keine Wracks mehr sieht. Na, das ist auch so eine Sache, da weiß man auch nicht, ob es im finalen Spiel sein wird. Ich persönlich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Im Großen und Ganzen haben wir also hier ein ziemliches Rundum-Paket. Noch mehr Sachen habe ich natürlich auf der Liste, die in der Beschreibung ist, aufgeschrieben. Da kann ich nämlich noch ein bisschen was ändern. Das heißt, wenn noch was Neues rauskommt, wird es da drauf sein. Das heißt, guckt immer mal wieder hier zum Video da vorbei und guckt, ob da eine neue Liste drin ist. Ich werde das so ungefähr täglich in den ersten Tagen updaten. Als kleine Q&A-Frage zum Ende habe ich diesmal dabei, wie ist DICE auf dich aufmerksam geworden? Das ist alles durch meine Videos passiert. Ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer, ob das überhaupt möglich ist. Und eines Tages, ja, da war ich in Kontakt mit einem oder vielleicht auch mal dem anderen EA-Mitarbeiter. Mittlerweile hat sich das Ganze ziemlich stark ausgebaut. Ich bin ja einer der bestinformierten Leute hier auf YouTube mittlerweile schon im deutschen Bereich ganz besonders. Und das heißt hier, ne, ich kann es nur immer wieder bekräftigen, was ich sage, wenn ihr das Neueste von Battlefield 4 wissen wollt. Ich helfe euch gerne, dabei das rauszukriegen. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.